Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir sind die Boys von Holly Hall. Mein Name ist Johannes, das ist der Fabian und wir zeigen euch heute mal, was bei uns so abgeht. Ja, die heilige Halle, die Holly Hall, wie ist das Ganze eigentlich so entstanden? Also, wir haben uns eigentlich relativ spät erst kennengelernt für Jugendliche, muss ich so sagen. Also ich war schon im saftigen Alter von 20 Jahren oder ein bisschen über 20 Jahren. Ich habe das immer so gehandhabt bei mir, dass ich halt immer irgendwie so eine Clique bei mir zu Hause hatte, die leidenschaftlich an den Mopeds geschraubt hat, an Fahrrädern, an Autos, an Quads, egal, wir waren halt immer irgendwie mobil. Und wie das halt mein Freundeskreis immer so ist, irgendeiner bringt immer irgendeinen noch mit dazu und irgendwann ist Fabian bei mir aufgeschlagen und haben Fabian dann irgendwann zu seinem Geburtstag, glaube ich, eine Nikon müsste das gewesen sein, ja. Gell? Fotokamera zum Geburtstag geschenkt und ich war immer so fasziniert von diesen Carporns, die sind damals so vor Jahren so aufgeploppt und fand das halt immer so faszinierend, wie die Leute das halt immer so auffangen, diese Atmosphäre von so Autotreffen und so weiter und so fort. Hat Fabian sich dann irgendwie selber angeeignet, ist dann von Fotos weggekommen, anfänglich ging es mit Bildern los, gell? Ja. Und hat dann wirklich für seine Verhältnisse, dass er das nicht gelernt hat, relativ gute Carporns gedreht und fand er das allerdings relativ schnell langweilig, hat gesagt, er will nicht immer dasselbe machen, nicht immer nur Auto treffen und dann habe ich halt gesagt, naja, komm her, wir machen hier eigentlich ziemlich coolen Stuff den ganzen Tag, dann lass doch einfach so filmen, was wir hier den ganzen Tag bei mir so in der Garage treiben. Ja, das Ganze musste natürlich dann irgendwann einen Namen bekommen, gell? Das Heiligtum jedes Tuners ist natürlich sein Fahrzeug und wo tunt man natürlich sein Heiligtum? In der Heiligen Halle, Holy Hall. So ist das ganze Konstrukt entstanden, haben dann anfänglich wirklich so simple Umbauten von Technik bis zu Tuning-Umbauten alles gefilmt und das ist dann nach und nach gewachsen bei YouTube. Ja. Und daraus ist dieses ganze Konstrukt Holy Hall entstanden. Zu unseren Projekten, ja, was soll ich zu unseren Projekten erzählen? Also es hat auf jeden Fall bei uns in der Clique, die über die Jahre, dadurch, dass das jetzt hier mittlerweile eine richtige Firma geworden ist, ist natürlich die Clique immer und immer kleiner geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Nach und nach ist unser Freundeskreis wieder dazugewachsen und es war halt immer so Handhabe, dass halt wirklich jeder so ein Fahrzeug von uns hat, was so sein Liebling ist, manche auch zwei oder drei, haben dann hauptsächlich eigentlich Fahrzeuge getunt, die unserem Eigentum in unserem Eigentum waren. Ich zum Beispiel fahre einen Porsche 997. Den habe ich mir ungefähr mit 25 Jahren geleistet. Habe da Ewigkeiten drauf gespart, habe da auch etliche Fahrzeuge für verkauft. Habe dann einen Unfall 997 gekauft, so wie ich mir immer vorgestellt habe. Schwarz Uni, Sport Chrono, volle Hütte, Keramikbremsanlage und. Und natürlich durch unser handwerkliches Geschick war es uns natürlich möglich, so einen Unfallschaden schön zu reparieren.
leider, nach der Reparatur habe ich das Teil dann nochmal zum Totalschaden gefahren. Und aufgrund der Auszahlung der Versicherung war es mir dann möglich, das Fahrzeug so optisch umzubauen, wie es nach meinen Vorstellungen entspricht. Ja, Fabian hat auch schon immer ein eigenes Auto gehabt. Seit erster Stunde einen 3er Golf, den er als Daily fährt. War den er übrigens hasst wie die Pest. Den ich übrigens hasse wie die Pest, genau. Weil das Teil Jahr für Jahr oder TÜV für TÜV immer wieder durchgerostet ist und ich das Teil immer wieder flicken muss, weil er sich wahrscheinlich einfach nicht trennen kann. War sein erstes Fahrzeug, was er sich mit 18 gekauft hat und hat er übrigens immer noch. Ja, und ganz Holly Hall typisch musste es natürlich dann irgendwas Brechales werden, gell? Brechales? Brechales oder Brutales, ja, für den kleineren Geldbeutel, aber was von Porsche sollte es sein, was ist dann natürlich besser als ein Porsche Cayman? Ja, das haben wir dann auch gekauft, ein relativ günstiges Teil in Silber, pottenhässlich. Mit blauer Innenausstattung. Mit blauer Innenausstattung, was man Gott sei Dank nicht so sehr erkennt. Sieht eigentlich eher schwarz aus, wenn man es von außen betrachtet. Ja, und das Ding hat dann natürlich auch das volle Programm bekommen. Ja, zu unseren sonstigen Projekten haben wir uns natürlich von dem Merch und YouTube-Geldern, was man so halt generiert über die Jahre, haben wir uns dann natürlich verschiedene Projektfahrzeuge angeeignet, wie uns zum Beispiel ein Lada Niva. Damit haben wir einen Carpet Run gemacht, bis nach Spanien sind wir mit dem Teil gefahren. Tut uns übrigens das Kreuz jetzt noch weh, ja. Nach der Aktion. Wird man wahrscheinlich auch nie wieder machen, mit einem Lada nach Spanien fahren. Und unser aktuelles Projekt, was uns so ein bisschen unser Sorgenkind ist, ist unser BMW 02. Haben wir eigentlich relativ viel Geld für hingeblättert, an die 11.000 Euro, haben da auch dem Verkäufer, sag ich mal, vertraut, zumal da auch ein Wertgutachten dabei war mit einer Note 2-. Nur wir sind natürlich jemand, der so ein Auto nicht kauft und dann einfach ein bisschen umbaut und fährt. Wir zerpflücken dann natürlich so ein Teil und das wird dann auch komplett gesandstrahlt. Und da war natürlich das böse Erwachen, das Blechkleid war natürlich komplett Kernschrott. Und da ist so ein bisschen das Thema, was uns wahrscheinlich auszeichnet. Jeder andere hätte dann wahrscheinlich aufgegeben und hätte das Teil dann wahrscheinlich irgendwo die Ecke geschoben und hätte gesagt, das ist hoffnungslos. Aber wir sind dann jemand, wenn wir die Herausforderung angenommen haben, dann ziehen wir das auch durch, haben das Ding jetzt schon zur Hälfte komplett zerschnitten, zur Hälfte komplett durchgeschweißt und es geht Stück für Stück voran. Ja. Moped haben wir auch noch stehen, genau. Ja, das ist so auch einer bei uns aus dem Bunde. Cornelius heißt der Kollege, hat nicht so die große Schnauze wie ich, hält sich eher im Hintergrund zurück. So wie ich. So wie der Fabian. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ist so der Brain, auch so für die Erfolgsgeschichte von uns, der sich ein bisschen im Hintergrund abspielt. Also wenn ich oder Fabian nicht mehr weiter wissen, da ist Cornelius immer so ein guter... So ein gutes Ass im Ärmel, den kannst du immer alles fragen. Der hat auf jede technische Sache sofort eine Antwort parat. Und das ist so ein bisschen unser Moped-Freak, muss ich sagen. Also wird auch einiges in Zukunft kommen. Cornelius baut sich gerade zu Hause in seiner eigenen Holly Hall einen eigenen Leistungsprüfstand für Mopeds. Also da wird noch einiges Cooles kommen. Ja, mit dem Cornelius zusammen habe ich damals parallel zusammen eine Schwalbe aufgebaut. Also er hat seine Schwalbe gebaut, ich meine Schwalbe. Die haben wir jetzt im Nachgang nochmal vom Cornelius auf Luft umbauen lassen. Da wird es demnächst auch nochmal ein cooles Video von uns geben. Also kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen, das Teil. Für die Zukunft geplant. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich wahrscheinlich auch für Fabian mitspreche, dass wir nie gedacht hätten, dass das mal irgendwann dieses Ausmaß annimmt, was es wirklich angenommen hat. Weil wir machen das jetzt seit noch nicht mal fünf Jahren. Fünf Jahre, ja. Ich meine, fünf Jahre ist schon eine Zeit, gell? Aber wir sind da jetzt nicht herangegangen von Anfang an, um zu sagen, wir wollen jetzt irgendwelche YouTube-Stars werden, wir wollen bekannt werden oder sonst irgendwas. Wir wollten einfach unser Hobby ins Netz stellen, gell? Weil wir das halt cool fanden, dass wir vielleicht irgendwelche Leute daran teilhaben können und wie ist die Resonanz der Leute auf unsere Umbauten und so weiter und so fort. Und das ist dann halt immer und immer mehr gewachsen. Und da wir halt eine Crew waren, hatten wir halt auch immer unsere Hoodies an mit Holly Hall drauf und so, was die Community auch mega gefeiert hat. Da war dann die Nachfrage relativ groß, wo wir uns dann auch entschieden haben, einen eigenen Online-Shop zu gründen. Mit relativ schönem Stuff, wie ich finde. Ne?
wir sind schon davon überzeugt, was wir machen. Was jetzt momentan so ein bisschen mehr in die modische Schiene geht. Also wir sind jetzt nicht so die bunten Vögel, sag ich mal so. Wir haben eher so cleane Klamotten an, wie sowas mit so einem kleinen Patch und so. Das ist halt so unser Stil. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen wieder in unseren Autos, dass das alles nicht so ein bisschen übertrieben ist. Das ist alles relativ clean gehalten, aber doch relativ cool. Ja, und da der Weg ja bis hierhin schon so weit war und stand mir natürlich dann auch irgendwann vor der Entscheidung, ist das jetzt nur noch ein Hobby? Machen wir das jetzt nur noch im privaten Rahmen? Weil die Kosten steigen, die Einnahmen steigen. Wollen wir das jetzt abblasen, abbrechen oder ziehen wir das jetzt durch? Weil du bist wirklich schon komplett eingespannt, gell? Also du hast kaum Zeit noch, dich um dein eigenes Umfeld oder Privatleben zu kümmern, weil so ein Konstrukt, um das am Laufen zu halten, bist du halt extrem eingespannt und dann kommst du dann irgendwann in die Entscheidung, ziehen wir das jetzt professionell durch oder fahren wir das jetzt langsam wieder runter? Ja, und die Entscheidung ist noch gar nicht so lange her, ne? Das war so ungefähr so Mitte dieses Jahres, da haben wir so gesagt, der Weg bis hierhin war so steinig und hart und in der kleinen Holly Hall bei mir zu Hause in der privaten Garage ist das halt nicht mehr möglich und da mussten wir uns halt entscheiden, kaufen wir jetzt eine neue Immobilie, um das Ganze jetzt weiter voranzubringen oder nicht. Ja, und was daraus geworden ist, kann man ja sehen. Ne? Wir haben uns dafür entschieden, weiterzumachen. Always Vollgas. Das Konstrukt Holly Hall, das stemmt natürlich nicht alleine. Ich meine, wir sind jetzt nicht alleine, wir sind jetzt mittlerweile nur noch du und ich, ne? Ja. Zu zweit. Aber zu zweit ist man natürlich nie bei so einem Konstrukt, wenn man sich sowas aufbaut. Man hat dann natürlich sehr viel Unterstützung von seiner Familie. Vor allen Dingen einen großen Dank an unsere Muttis, die uns wirklich hier 24/7, seitdem wir auch hier gerade diese neue Halle haben, 24/7 bekochen und jeden Abend hier frisch gekochtes von zu Hause vorbeibringen. Damit uns Spargel-Tarzan hier nicht das Fleisch von den Knochen fällt, wenn wir überhaupt noch Fleisch auf den Knochen haben. Dann natürlich auch sehr viel Unterstützung von unseren Freunden, die anfänglich auch noch bei diesem Konstrukt dabei waren, sich dann aber auf dem ganzen Werdegang dafür entschieden haben, dass ihr Privatleben dann doch wichtiger ist oder dass sie auch noch andere Sachen machen wollen in ihrem Privatleben. Ist auch nie irgendwie im Bösen auseinandergegangen. Wie man ja sieht, die Kollegen und Kumpels sind immer noch alle hier, unterstützen uns, haben alle ihre eigenen Fahrzeuge noch, ihre Projekte, die wir weiterhin noch filmen, verfolgen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall vielen Dank an unsere Familie und Freunde, die uns da wirklich tatkräftig unterstützen. Also wirklich seit Tag 1. Chapeau seit Tag 1. Da gab es auch nie irgendwie Stress oder so. Da können wir uns wirklich sehr glücklich schätzen. Ja, Ladies and Gentlemen, das war es eigentlich auch schon von unserer kurzen Vorstellung von den Holly Hall Boys. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei den Typen hier, bei den netten Typen von Sauerkraut, dass sie solche jungen Spastis für uns hier auf dem Schirm haben und sich die Zeit für uns genommen haben, uns hier abzudrehen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert hier fleißig den Kanal von Sauerkraut oder schaut auch gerne mal bei uns vorbei auf dem YouTube-Channel Holly Hall. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es mit uns weitergeht. Ciao! I'm not sure if I'm going to be able to do that.